Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei Tokenmaker eingeschaltet habt. Heute werden wir uns mit dem Thema befassen, welches Projekt ihr jetzt zum Abschluss bringen solltet. Wir haben den abnehmenden Mond. Und immer wenn der Mond abnimmt, dann ist das so ein Zyklus, der sich beendet wird. Das kann man einerseits für Heilarbeit ganz gut benutzen, sprich Dinge, die aus eurem Leben verschwinden sollen. Die kann man ganz gut mit dem abnehmenden Mond aus dem Leben raus verabschieden, auf einem langsamen, heilsamen Prozess. Man kann das aber auch sehen, als dass es sozusagen ein Intervall ist, wo man jetzt zum Ende und zum Ziel kommen sollte, ja, wo der Abschluss gemacht wird vom vergangenen Zyklus. So, in diesem Sinne ist halt auch diese heutige Lesung. Wir haben heute wieder vier Steine. Wir haben einen Holid, einen Augenachat und einen pinken Opal und als Schlussstein ein Tigerauge. Wer das noch nicht kennt, ihr geht nach dem Puls und guckt euch an, welches dieser Steine euch am stärksten anspricht. Ich gehe in die Bedeutung der Steine nachher in den jeweiligen Decks stärker rein und werde da noch ein bisschen was erzählen. Der Stein, der euch am stärksten anspricht, das ist so der Hauptimpuls. Da guckt ihr dann später in den Kapiteln unten nach und schaut euch den als erstes an. Und wenn ihr mehrere Steine habt oder wenn euch zum Beispiel die Karten, die ich hinterher nochmal euch zeige, stärker ansprechen, ne? Manche können sich über Karten stärker sich darauf einlassen. Und wenn es mehrere sind, dann sind es Zahlbotschaften, ne? Dann guckt ihr euch die jeweiligen Decks auch dazu an, weil sich das immer gegenseitig ergänzen kann. Ne? Wir sind hier gerade in einer Kollektivlegung, das heißt, wir greifen die Hauptströmung sozusagen auf und teilweise wird es individueller, teilweise ist es aber auch einfach zu viel für eine wirklich tiefere oder tiefste individuelle Legung. Das heißt, ihr kann immer sein, dass es immer Zwischentöne für euch dann halt treffen und ihr müsst dann so ein bisschen selber achtsam mit euren eigenen Impulsen sein. Genau. So, lasst uns starten. Ich würde sagen, das steht schon fest. Die schon mal. Noch eine. Ja, eine noch. Sag uns bitte bei Deck Nummer 3. Ist Projekt, bei dem jetzt Schluss gebracht werden sollte, in einer. Bei euch. Spirit sagt uns bitte, dieses Projekt jetzt zum Abschluss gebracht werden sollte in einer Karte. Sind es sogar schon drei. Noch eine? Ja.
Welches Projekt Deck Nummer 1 jetzt zum Abschluss gebracht werden sollte in 3 Karten? Nee, noch eine. Spirit, sag uns bitte bei Deck Nummer 3, welches Projekt in diesem Abschluss gebracht werden sollte. 3 Karten. Genau. Spirit, sag uns bitte bei Deck Nummer 4, welches Projekt jetzt genau zum Abschluss gebracht werden sollte. So, ihr Lieben, ich habe euch die Orakelkarten rausgesucht. Für die Vertiefung nehmen wir nachher wieder das Tarot, wie die letzten Male auch. Ich räume kurz auf und dann sehen wir uns gleich als erstes beim Paulit. Hallo, Deck Nummer 1. Ihr habt euch für diesen Paulit entschieden, in Form eines Sterns. Das ist eigentlich, wie ihr seht, das ist eigentlich eine Perle, aber ich fand es so toll. Ich bin so mitgenommen. Der Paulit regt an eine gesündere Lebenshaltung einzunehmen. Also damit sind so Dinge gemeint, wie ihr habt zum Beispiel das Ziel, dass ihr mehr Wasser trinkt, dass der Holit hilft euch so ein bisschen daran, dabei, euch darauf zu fokussieren. Ne? Also auf alle Aspekte, wo es jetzt so ein bisschen darum geht, im Leben eine gesündere Einstellung einzuintegrieren und umzusetzen. Dabei hilft einem dieser Holit. So, lass uns mal gucken, was für Grundenergien ihr habt. Ihr habt 10th House bis mit Authority. Übersetzt bedeutet, dass das ist das 10. Haus und ist auch ziemlich genau dann auch wirklich wieder verbunden mit Autorität. Es geht um das Thema Anführen, Führungspersönlichkeit sein, sei es als Fachkompetenz in irgendeinem Bereich, ne, als Experte seines Fachs, Ansprechpartner werden und mehr Verantwortung zu übernehmen. Sei es als Elternteil, ne? Auch als Eltern ist man in gewisser Hinsicht eine Autoritätsperson. Und es geht auch ein erhebliches Stück um die Fragestellung bei dieser Karte, welche Verbindung haben wir mit dem Thema Autorität. Autorität ist nicht unbedingt positiv besetzt bei uns in Deutschland. Es hat die verschiedensten Gründe und ist über eine sehr lange Zeit historisch gewachsen. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich so ein bisschen mit Entwicklungsforschung beschäftigt, wie wir eigentlich als Menschen mit unserer Erziehung umgehen und wie sich da in welche Ströme entwickelt haben. Und es ist ganz, ganz eng damit verknüpft, welche Leitbilder wir als Kinder erlebt haben, wie wir Autorität dort erlebt haben. Und dieses Verhalten adaptieren wir für uns und leben das als Erwachsene vor. Und das ist ganz spannend, weil wir eigentlich... das sind so Kernthemen, die für uns wichtig sind im heutigen Lebensvollzug, wirklich extrem wichtig, weil auch damit natürlich der Aspekt der Karriere mit verbunden ist und der beruflichen Erfolgs. Ne? Und hier geht es im Kern um die Frage, wie man als Führungsperson in Aufgaben mit Führung das umsetzt im Kontext mit der dann umgebenden Gesellschaftsstruktur. Und das ist eine unheimlich wichtige Lebensthemenfrage eigentlich. Da muss man gucken. So, gut. Bin gespannt. Gucken wir mal weiter. Die sind bei euch beim Legen, beim Mischen vorhin rausgefallen, so als kompletten Stapel. Ich habe ihn heute auch so mit reingenommen. Und dann gucken wir mal erst bei euch bei den Spirits rein. Ihr habt die Libelle. Ihr habt das Zebra. Den Geparden und die Spinne. Spannend, ne? Weil wir hatten eigentlich gefragt, welches Projekt bei euch jetzt zum Abschluss
kommen sollte. Und so wie das aussieht, das ist etwas, wo ihr tatsächlich etwas kreiert. Und ihr seid jetzt auch wirklich in der Abschlussphase und wollt eigentlich nochmal Gas geben. Das Interessante ist, die Libelle ist immer so ein bisschen so diese Frage, die verwandelt ganz gerne. Ne? Die nimmt gerne Aspekte des Wassers und verwandelt das und kombiniert das mit Luftaspekten. In dieser Konstellation kann es aber auch heißen, dass die Libelle nochmal nachfragt und sagt nach dem Motto, hey, hast du alles angeguckt? Bist du wirklich up to date? So, das ist die Libelle fragt auch so ein bisschen so, hast du dir selbst das zu optimistisch vorgestellt oder entspricht das halt auch wirklich der Faktenlage? Ne? Das ist so ein bisschen so auch die Libelle, die hinterfragt auch die Illusion des Geistes, sagt man so schön. Wie gesagt, es sind zwei Ebenen, die sie anspricht. Einmal diese große Transformation aus dem Bereich von Wasser, also Emotion, hin ins Kognitive, sprich Gedankenkraft. Und eben halt auch die Frage dann auf der Ebene der Gedanken, machst du dir selber was vor? Ist das eine Illusion, der du nachgehst oder ist das wirklich faktisch korrekt? Das Interessante ist beim Zebra hier, in dieser Kombination Zebras sind welterfahren, die sind weltgewandt. Die geben aber auch gerne den Ton an im Sinne von, die machen gerne ihr eigenes Ding. Ne? Also wenn es hier gerade um das Thema Projekt geht, geht es auch so ein bisschen darum, um deinen Part, der jetzt zum Abschluss kommt, wo du mit dieser geparden Energie so richtig Vollgas eigentlich noch geben möchtest. Und hier geht es so ein bisschen darum, dass du dich nicht verhaspelst bei diesem Gas geben. Ne? Dass du nicht aus zu starker Fokussierung auf das Ziel vielleicht Feinheiten außer Acht lässt, weil die Spinne erschafft immer die Dinge zu ihrem zum gemeinsamen höheren Wohl. Ne? Die Spinne ist sehr, sehr wohlwollend, sehr, sehr versorgend, aber die Spinne sagt auch, guckt auf die Details. Ne? Bleibt nicht so beim Thema Quantität, bleibt bei Qualität. So, ne? Also das wird, wenn ich mir das Zebra angucke, du hast Libelle. Libellen sind auch sehr schillernde Kreaturen. Das Zebra steht für auch unter anderem für Eloquenz, für das gesellschaftliche schöne Leben, für Kunst, kulturelles Leben. Ganz, ganz viel Kultur wird durch das Zebra auch vertreten. Und mit der Spinne haben wir eine Kraft mit dabei, die sehr erschaffend ist. Ne? Da geht es immer um kreative Projekte. Also das, was hier bei euch, bei Deck Nummer 1, was wir hier sehen, das ist eher so eine Art Projektthema und das ist so ein bisschen eure Stellung da drin. So, ne? Ihr seid gerade in einem sehr, sehr kreativen Projekt und das ist eine Abschlussphase, in der ihr gerade steckt. So, und ihr müsst so ein bisschen, das hat ein bisschen was mit eurer Rolle gerade zu tun, die ihr innerhalb dieses Projektes reinnehmt. Ne? Ihr seid jetzt quasi in einem neuen Rollenbild drin oder wachst in dieses Rollenbild rein. Und das ist so eine Art innerer Diskurs, der hier bei euch innen drin in der persönlichen Arbeit ist. Und das ist so mehr die berufliche Ebene, die da jetzt mitschwingt. So, da wird bei vielen von euch eine eher berufliche Ebene sein. Entweder tatsächlich mit dem Rahmen, ihr seid sehr eigenverantwortlich in dem Bereich, in dem ihr seid, oder tatsächlich eine Form von Selbstständigkeit. Ne? Weil das Zebra macht gerne die Dinge für sich, aus sich heraus. Und das ist auch ein Teamplayer, so ist das nicht, aber er mag es auch gerne, die Dinge nach seinem eigenen Gusto halt zu tun. Ne? Und die Spinne, die ist ja auch so, dadurch, dass sie immer diese Erschafferin ist, ist sie auch nicht unbedingt in dem Moment, wo sie so erschafft und so kreativ ist, auch wirklich teamfähig, weil sie teilweise gar nicht richtig kommunizieren kann, was sie da eigentlich gerade macht. So, die ist dann wirklich sehr, sehr, sehr in diesem kreativen Prozess und braucht dann so ein bisschen, um das zu formulieren und anderen zu erklären. So, nichtsdestotrotz hast du unheimlich viel Power noch. Ne? Es geht hier um diesen Abschluss. Ja, lass uns mal weiter gucken. Ihr habt Remember that we are all together in this. Erinnert euch, dass wir alle zusammen in dieser Situation sind. Also wenn wir das jetzt hier mit dazulegen, das, was du jetzt durchlebst,
ne, mit deinem persönlichen Prozess, das haben Dutzende von dir vorher schon durchlebt. Ne? Und da bist du absolut nicht mit alleine. Das bedeutet aber auch für dich zum großen Bonus, dass du halt mehr Chancen hast, sinnvolle Anregungen zu bekommen zu diesem Thema. So. You've always been happy. You only need to remember. Du kannst immer glücklich sein. Du musst dich nur daran erinnern. Das meint im Sinnbild, dass man sich bewusst auf die schönen Dinge fokussiert und nicht auf die negativen Aspekte. So, also wenn wir jetzt auf das Projekt gucken, guck auf die Dinge, die wirklich gut funktionieren. Schau auch, also mit nicht sich fokussieren auf die negativen Dinge, ist nicht gemeint, dass man das ignoriert. Ne? Das kann dann nicht funktionieren, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge ins Leben zu bringen, irgendwelche Projekte zum Abschluss zu bringen. Allerdings hilft es einfach, wenn man den Fokus mehr auf die Sachen legt, die schön sind, daran so eine Art Kraftpool zu haben für den Endspurt. Ne, weil das dich motiviert. So. Und genau, ne, das lässt dich bei der Stange bleiben. So, das ist so dieses Thema Resilienz, das sich aus dem Fokus auf positive Aspekte halt generieren kann. Gut, dann haben wir the more creativity you use, the more you have. Je mehr Kreativität du nutzt, je mehr hast du auch davon. Ne? Also das ist halt auch wieder dieses, korreliert so mit dem Aspekt, dass du auch in diese Autoritätsrolle rutscht. Ne? Du bist oder ein Teil von euch wird jemand sein, der fachlich immer besser und besser und besser wird und eine Art Expertise anfängt zu entwickeln. Ne? So, das ist man ganz schnell schon drin, wenn zum Beispiel man in einem Berufszweig drin ist, wo zum Beispiel ein FSJ mit reinkommt. Das sind ganz neue, junge Menschleins und ehe man sich sieht, ist man plötzlich da jemand, der dann quasi in der Rolle ist, sozusagen den anderen mit anzuleiten. Ne? Da sind wir ganz, ganz schnell in so einem Berufsleben drin. Und dann kommt man ganz schnell mit dieser Frage in Berührung. Mensch, wie mache ich denn das eigentlich? So. Und das bezieht sich einfach darauf, je besonderer du damit umgehst, ne, und je mehr du das einfach auch selber machst und akzeptierst, je besser wirst du halt auch da drin. Ne? Das ist halt einfach die Sache mit, du übst deine Fertigkeit und dadurch wird diese Fertigkeit irgendwann den Expertenstatus bekommen. So. You don't have to fit in. You won't stay here forever. Du musst dich nicht komplett anpassen. Du wirst hier nicht für immer bleiben. Das ist eher sinnbildlich gemeint. Ne? Das wäre jetzt die wortwörtliche Übersetzung. Eigentlich sinngemäß meint man damit, du musst dich nicht zu sehr anpassen, weil das hier nicht dein Platz ist. Ne? Also es heißt, wir sind in gesellschaftlichen Strukturen, müssen uns natürlich immer so ein bisschen danach gucken, wie gehen wir konform mit allen anderen. Aber nicht zum Preis des, du löst dich selber auf mit deinen eigenen Lebenszielen. Ne? Das wäre diese Selbstaufgabekomponente. Weil du bleibst ja in der Regel auch nicht in diesem einen Verband, sondern du entwickelst dich konstant weiter und wirst in andere Situationen noch kommen. Und diese Karte bezieht sich so ein bisschen darauf, dass du in einem Entwicklungsprozess bist und zwar dieses Zusammenarbeiten sinnvoll ist, aber nicht Selbstaufgabe. Ne? Das ist so sinnbildlich damit gemeint. Lasst uns mal genauer reingucken, welches Projekt das jetzt ist. Ne? Wir haben hier so einen groben Überblick. Wir haben hier auch so ein bisschen so dieses, das, was dein inneres Thema ist dabei. Lass uns mal reingucken, welches Projekt das ganz genau ist. Spirit, sagt uns bitte, welches Projekt bei Deck Nummer 1 den Tiergeistern genau angesprochen.
Also, ihr habt Asterschwerter und das Gericht. Das zusammen. Dann habt ihr die Königin der Schwerter, der Stern, die Sechs der Stäbe, die Fünf der Schwerter. Oh, das sind sogar drei. Die Zehn der Münzen, die Zehn der Kelche und die Ritter der Münzen sind oben drüber. Und du hast die Königin der Stäbe und du hast alle drei Königin übereinander liegen. Wow. Das ist, okay, das ist sehr starke Energie. Also was wir hier oben auf jeden Fall sehen, ne? Wenn wir hier so diesen Komplex nehmen, die sind ja alle drei in eins rausgezogen von mir, weil ich dachte, das ist eine Karte, also ist das halt auch wirklich ein kompletter Komplex. So. Das Projekt, an dem du arbeitest, so, das ist tatsächlich auch das, womit du dein familiäres, soziales Leben halt auch deckst, ne? Womit du auch dein Einkommen sicherst, das ist definitiv dann eine berufliche Ebene von dir. Und was wir hier auch sehen, du arbeitest kontinuierlich intensiv daran, ne? Weil der Ritter der Münzen, das ist jemand, der beständig ist. So, das ist tatsächlich ein Projekt, das, an dem du schon länger arbeitest. So, und was auch auf lange Sicht ausgelegt war. So. Also, mit dem Gericht und dem Asterschwerter, also hier sind mehrere Dinge drin, das ist ein bisschen für die Leech. Also wir hatten ja eingehend über den Begriff von Autorität und wie du ihn lebst gesprochen. Das zieht sich unterschwellig hier so durch, wie so ein roter Faden. Na, du hast hier drei Königin, drei Herrscherinnen und die haben auch indirekt oder direkt teilweise mit dem Thema Autorität was zu tun. Ich gehe da gleich drauf ein. Also erst einmal, was wir hier sehen mit Gericht und dem Asterschwerter, es kann sein, es spricht viel dafür, dass es hier um Urteilsfähigkeit geht oder um die Art und Weise, wie du explizit urteilst. Und zwar entweder auf dich bezogen und auf deine Gedanken, als auch die Art und Weise, wie du über andere urteilst. Oder die Gedanken, die Ideen anderer beurteilst. Ne? Das kann sein, dass ein Teil von euch sehr hart mit sich selber ist. Das ist ein Hinweis auf ein ganz, ganz hartes sich selbst beurteilen oder sich härter urteilen, als man eigentlich sein müsste. Oder andere überhart zu beurteilen. Und da das hier um Autorität sich dreht, kann das auch sein, dass das im Zusammenhang mit du beurteilst die Leistung von jemand anderen oder du beurteilst dich selbst in deiner eigenen Leistung. Das kann bezogen sein auf, wenn du jetzt zum Beispiel im kulturellen Bereich, das hat auch ein bisschen was vom Kritiker, ne? Übermäßige Kritik könnte sich dahinter verbergen. Also das ist so der grobe Rahmen. Ne? Und dieses Projekt, um das es sich hier dreht, wir hatten ja gefragt, was genau, welches genaue Projekt bringst du jetzt zum Abschluss?
Das ist gar nicht direkt, also dein Thema ist eigentlich nicht direkt dieses, du bringst ein Projekt zum Abschluss, sondern dein Thema ist eigentlich die Art und Weise, wie du dieses Projekt begleitest. Ne? Das ist es eigentlich. Es geht gar nicht so um die fachliche Bereiche, das ist es mehr so indirekt. Es geht ganz stark darum, wie du in deiner Position auch diejenigen mit beurteilst und dich beurteilst, die hier in diesem Projekt eingebunden sind. So. Was wir hier sehen, ne, du hast hier die 5 der Schwerter, das zeigt Konflikt an. Und du hast hier 3 Frauenkarten. Ein Teil von euch könnte mit mehreren weiblichen Personen zusammenarbeiten oder könnte man auch sagen, Frauenberuf vielleicht sogar, in Anführungsstrichen Frauenberuf. Ne, das soll jetzt hier nicht zu sehr in eine Schublade gehen. Ich benutze jetzt nur diese Begriffe, um ungefähr zu vermitteln zu können, in welche Richtung das geht. Also es ist hier eine wahnsinnig manifeste Form der Weiblichkeit. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt hier immer über das Thema Autorität reden, weil du hast die Königin der Schwerter hier ganz unten liegen. Die Königin der Schwerter ist sowas auch wie Selbstermächtigung. Ne? Das ist eine gesunde Form von Feminismus, könnte man auch sagen. Die Stellvertreterin, die sagt, ey, hier ist meine Grenze und hier gehst du bitte nicht weiter. Das ist mal bitte Schluss. Ne? Und die lässt sich auch nicht von so sozialen Konformismus quasi foppen. Ne? Also das ist eine Frau, die oder eine Lebensweise, wo die Person selber für sich entscheidet, dass sie eben halt nicht sich zum Wohle der Familie komplett aufgibt, ne? Sondern dass sie ihre eigenen Lebensziele weiterhin verfolgen will. Ne? Also die setzt die Königin der Schwerter, das sind wahnsinnig kommunikative Menschen, die sehr klar denken können, die wirklich eloquent sind, was sich hier auch mit dem Zebra ja deckelt. Ne? Die Zebras sind ja auch sehr eloquent, sind weltgewandt, sind klug, sind sehr kulturell orientiert. Und das, was wir hier drin sehen, ne? Du hast hier auch die Königin der Stäbe und die Königin der Kelche, das deckelt sich alles eigentlich mit diesem kulturellen Aspekt des Zebras ganz stark. Und was aber hier auch immer wieder auftaucht, ist das Thema Autorität. Ne? Das ist deine Rolle, die du nach außen hin lebst, in Aspekt, wie du entweder über dich urteilst oder über andere. Und das sorgt innerhalb deines Projekts, in dem du jetzt bist, wo du auch den Endspurt hast, für Konflikte. Das sorgt für Anspannung, entweder in dir drin oder mit deiner Umwelt. Und das Interessante ist, wir hatten hier ja oben schon die Strömung drin gehabt, sich auf die positiven Aspekte nochmal auszurichten, zu konzentrieren. Das findest du hier mit dieser Verbindung, mit dem Stern und den 6 der Stäben. 6 der Stäbe sagt immer totaler Erfolg auf allen Ebenen. Und der Stern, der richtet sich zu den positiven Dingen aus. Ne? Sterne stehen für Hoffnung, auch für eine Form von Erfolg oder für geistige Führung. Ne? Kann es auch dafür stehen, aber in dieser Kombination steht es definitiv für, richte dich auf die positiven Dinge dieses Erfolges aus. So, konzentriere dich darauf, konzentriere dich nicht auf den Konflikt, sondern konzentriere dich auf die positiven Aspekte. Und zum Thema, die sind diese Konfliktgeschichte hier. Die Königin der Schwerter sagt schon ganz klar, setze gesunde Grenzen und kommuniziere sie respektvoll. Und du hast hier die Königin der Kelche obendrauf. Die Königin der Kelche lässt sich nicht von ihren negativen Gefühlen wie Raserei oder eben halt auch Selbstzweifel, ne, lässt sie sich nicht beherrschen, sondern die nimmt sich wahr, bleibt trotzdem ruhig und fokussiert. So, und die Königin der Stäbe, das ist eine ganz powervolle, feurige, kräftige Energie, die sehr, 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 sehr kreativ ist und auch innovativ sein kann. Also das ist so dieser künstlerische, erschaffene Aspekt. Der ist auch in der Königin der Stäbe stark vertreten. Und die Königin der Kelche, die ist mega intuitiv. Die hat eine ganz, ganz hohe Empathie und die hat eine ganz hohe emotionale Intelligenz eigentlich.
Ne? Das ist im Prinzip so das, wie du diesen Konflikt auflösen kannst. Egal, ob das jetzt im Äußeren mit anderen Menschen dieser Konflikt ist oder ob es in ein innerer Konflikt ist, weil dein innerer Kritiker zum Beispiel mit dem Rollenbild oder den Zusammenhängen mit den Rollenbildern von Autoritätspersonen gerade nicht gut zurechtkommt. Hier geht es tatsächlich, fokussiere dich auf die positiven Aspekte. Geh nicht hier in diesen Konflikt rein. Ne? Immer wenn du merkst, der Konflikt kommt hoch, kannst du selber entscheiden, ich trete einen Schritt zurück, ich nehme meine Gefühle wahr und ich formuliere klar, was spüre ich jetzt in diesem Moment, ohne diese Person jetzt anzugreifen oder ohne mich zu bewerten, sondern einfach nur formulieren, was empfinde ich jetzt, was hat diese Situation, wie ist diese Situation abgelaufen, also der ganz reine logische strukturelle Ablauf und dann nochmal nachgucken, was hat das mit mir gemacht. Welches Gefühl wurde wann ausgelöst. Das ist eine Form von Selbstanalyse, die du da machst. Und wenn du das praktizierst und dich immer wieder daran zurückerinnerst, halt, stopp, hier sind meine Grenzen, die formuliere ich deutlich, dann kommst du ganz automatisch auch in diese liebevolle Form von Autorität selber rein, weil du dadurch, dass du immer wieder deine Gefühle überprüfst, das ist die hohe Sicherheit eigentlich bei diesem Verfahren. Indem du deine Gefühle überprüfst, bist du liebevoll mit dir selbst. Das heißt, dieser Kritiker wird sozusagen entmachtet. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du auch diese Gefühle überprüfst und dich emotional zurücknimmst, versuchst nicht in negative Emotionen reinzugehen, sondern in einer Konfliktsituation mit Kollegen zum Beispiel am Arbeitsplatz, dich auf den positiven Aspekt zu fokussieren und sich darauf zu konzentrieren und das auszudrücken, ne, das gemeinsame Ziel zu kommunizieren, dann passiert nämlich auch wieder diese liebevolle, respektvolle Kommunikation in Verbindung mit Autorität. Ne, und dadurch kannst du dieses Projekt gut abschließen und hast deinen inneren Prozess auch noch dabei, nebenbei mit. Vielleicht nicht unbedingt abgeschlossen, weil diese Prozesse sind wirklich vielschichtig. Das kann ein wiederkehrender Prozess auch gut sein. Weil das hat einfach auch viel mit dem Zusammenhang der Adoleszenz, also die letztendgültige Ich-bin-erwachsen-Zustand zu tun. Ne? Und in welcher Form sind wir wirklich dann vollständig erwachsene, erwachte Persönlichkeiten? So. Also das ist ein langer Prozess, nur dass Sie das einmal gehört haben. Aber es kann gut sein, dass Sie eine fulminante Ebene, also eine wirklich essentielle Ebene dann auch schon abschließen könnt und dann damit weiterarbeiten. Ja, meine Lieben, Deck Nummer 1, das war meine Lesung für euch heute. Wenn es euch gefallen hat, gerne mit dem Daumen hoch antworten. Bei Wünsche und Anregungen gerne unten in die Kommentare nochmal rein. Aktiviert die Glocke, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen können. Und dann sage ich euch schon tschüss. Hallo, Deck Nummer 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt euch für diesen total süßen Augenachat entschieden. Finde ich total witzig. Augenachate stehen für Konzentration, also eigentlich eher fokussieren statt nur konzentrieren. Und die fördern dadurch, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, ne, und die Nerven behält, sind sie einerseits dazu fähig, Widerstandskräfte zu kultivieren und Standfestigkeit dadurch halt auch hervorzurufen. Und das wiederum fördert den Gemeinschaftssinn. Also die sind, Augenachate helfen dabei quasi sinnbildlich betrachtet unumstößlich zu sein und die verbinden so ein bisschen die Symbolik des Auges, ne, was auch für Schutz und Abwehr hat ein Stück weit und Sehen steht, ne, Gefahren sehen, erkennen und Erkenntnis und eben halt die Eigenschaften des Achats. Ne. Die verbinden so ein bisschen beide Aspekte. So, lass uns mal reingucken, was wir bei euch hier haben. Bei euch sind eine ganze Menge Karten rausgefallen, weiß ich nicht. Ihr habt Ceres mit Nurture. Ceres, Nurture, also im Prinzip versorgen, heranwachsen, pflegen.
pflegen wäre das richtige Wort. Bei Ceres geht es im Prinzip darum, das, was euch lieb ist, was man ernten möchte, dass das doch mal ein bisschen Pflege bekommt und dann auch tatsächlich die Ernte eingeholt werden kann, also die Ergebnisse der Arbeit. Spannenderweise habt ihr dazu Taurus, ne? Also den Stier mit Cultivate. Das ist, kann man gar nicht so genau wortwörtlich übersetzen, das ist eigentlich eher jetzt im Sinnbild gemeint, weil die beiden passen unheimlich gut zusammen, deswegen ist es total witzig, dass das bei euch jetzt zusammengekommen ist, weil Stier meint als Kraft die Fähigkeit, neue Projekte zu starten, also neue Dinge ins Leben zu rufen und diese dann durch Pflege zu kultivieren, also kontinuierlich zu versorgen. Ceres wäre quasi die Ernte von dem, was ihr hier versucht habt aufzubauen. Ne? Stiere bauen auch, die verwirklichen gerne. Und Ceres ist ein Planet, der ein bisschen das Ganze mit zur absoluten Reife bringt. Was ja auch übrigens mit dem Monat Juli unheimlich gut jetzt zusammenpasst. Ne? Und auch mit dem Neumond, der dann jetzt kommen wird, weil es geht, das ist immer Ernten. Das ist, Juli ist einer der Erntemonate. Total spannend. Ihr habt zusätzlich Mercury mit Messages. Das ist Merkur mit dem Thema Nachrichten. Und wie ihr seht, ne, das ist nicht unbedingt ein nettes Bild. Die behaken sich da durchaus gegenseitig, die beiden geflügelten Schlangen. Das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Das kann von positive Nachricht, es kann auch um Konkurrenz andeuten. Es geht immer um das Oberthema Nachricht. So, Informationen, die jetzt kommen. Jetzt ist die Karte, die ich nachgezogen habe. Wow. Das zweite Haus, also Second House mit Resources. Also genau übersetzt, das zweite Haus mit deinen Ressourcen bezogen auf Einkommen primär. Ne? Ressourcen können natürlich auch Fertigkeiten und Kompetenzen sein. Aber meistens wird diese Karte im Zusammenhang mit, wie verdienst du deinen Lebensunterhalt, gesehen. So, ich schiebe das mal so ein bisschen weiter rüber. Ich sehe gerade, so also haben wir ein bisschen mehr Platz hier, um dann hier zu arbeiten, so dass wir nicht so weit an den Rand kommen. Genau. Also das hier, das Grundthema hier ist tatsächlich, du willst jetzt auch die Ergebnisse deiner Arbeit einfahren. Und es geht um eine Nachricht bezüglich dessen. Gucken wir mal weiter. Also das kann hier sehr, sehr, sehr vielschichtig werden. Ihr habt den Geier. Der Geier ist so, so ein bisschen in der Natur einer der Tierarten, die mitunter dafür sorgen, dass das Ökosystem intakt bleibt. Ne? Also das sind Aasfresser, die im Prinzip den Müll beseitigen. Meint im Sinnbild aber auch die Fähigkeit aus vorerst schwierigen Situationen das Beste rauszuziehen und diese zu verwandeln. So, das ist, kann man sich so ein bisschen wie mit dem alchemistischen Prozess, den Transformationsprozess vorstellen, der hier auch hinterstehen kann. Ne? Gucken wir mal weiter. Ihr habt die Auster. Das heißt, ihr haltet euch in irgendeinem Punkt gerade zurück. Ihr habt eigentlich eine ganz besondere Qualität, die ihr im Moment zurückhaltet. So, und die euch hier beeinflusst. Und ihr habt den Bison. Der Bison ist eine Kreatur, die sowohl pragmatisch bodenständig als auch gleichzeitig spirituell ist. Und der Bison, der lebt, ist sehr geerdet, die ist sehr in ihrer Mitte, das Bison. Und der ist so ein bisschen, man könnte dem so ein bisschen als Sinnbild vergleichen mit dem Gedanken,
dass du fokussiert und geerdet bleibst, auch in kritischen Situationen, weil du den spirituellen Lernpart dahinter zum Beispiel sofort erkennst und verstehst, ist gar keine große Sache, ich weiß, warum das jetzt passiert, ich wende das an und dann löst sich diese Situation aus. Das ist diese Fähigkeit, die der Bison hier verkörpert. So, das ist sowohl, also das ist diese ganz pragmatisch gelebte Spiritualität im eigentlichen Sinne. So. Und es geht darum, dass du etwas aus diesem Bereich noch zurückhältst und dass dir deswegen so momentan so ein bisschen das vorkommt, als würdest du nur die Brotkrumen abkriegen. Als würdest du den Rest bekommen. Aber nicht das, was du eigentlich möchtest. So, und das liegt daran, weil du da was zurückhältst. Gucken wir mal weiter. Ihr hattet auch eine Karte, die hier rausgefallen ist. Failure is a fatal and success is a final. Keep going. Wörtlich übersetzt, Fehler sind nicht unumstößlich. Also fatal heißt, ja, wortwörtlich ist das gleiche Wort. Meint aber hier dieses festgesetzte, festgeschriebene, nicht widerrufbare. Ne? Und wenn wir jetzt weiter in die Übersetzung gehen, and, success isn't final, sprich Erfolge sind nicht auch genau das gleiche im Grunde. Final heißt halt wirklich Ziel, also es geht so ein bisschen darum, kann man eigentlich nur sinngemäß übersetzen. Ich weiß, ihr wünscht euch das Wort wörtlich, aber das macht keinen Sinn, wenn ich das Wort wörtlich sage. Sinnlich, sinngemäß bedeutet das im Grunde genommen, dass weder unsere Fehler noch unsere Siege unumstößlich sind. Dass sie nicht das Ende einer Entwicklungsreihe sind, sondern nur ein Teil einer Kette. Und dass ihr deswegen keep going weitergehen sollt, also weitermachen sollt, ne? Fehler sind nicht so, dass sie quasi endgültig darüber unser Fehler, über unser Leben entscheiden. Spannend, dass das jetzt hier unter dem Geier liegt. Gucken wir mal weiter. Ihr habt Doubt kills dreams, not failure. Zweifel töten Träume, nicht Fehler. Ah, ihr habt einen ganz starken Zweifel. Spannend. If you believe that you are halfway there. Wenn du daran glaubst, dass du das kannst, bist du schon auf dem halben Weg dorthin. Also, hier stecken mehrere Varianten drin, aber es geht im Oberthema darum, dass ihr eigentlich endlich die Erfolge eurer Arbeit einfahren wollt. Das Problem dabei ist nur, dass das irgendwie immer kriselig läuft. Ne? Das läuft nicht glatt. Ihr bekommt nicht genau das raus, was ihr eigentlich wollt und ihr werdet quasi immer wieder bombardiert mit eher negativen Nachrichten. Also ihr müsst immer wieder Abstriche machen. Und ihr habt so ein bisschen das Gefühl, dass ihr immer nur die Reste abkriegt. So, das ist so diese Grundenergie, die wir hier sehen. Warum das passiert, steht hier eigentlich auch. Ihr habt eigentlich eine Energie von euch heraus. Ne? Oh, cool, ich sehe jetzt gerade erst, ihr habt hier beide, ihr habt den Stier und ihr habt den Bison. Beide. Wahnsinn. Also, ihr habt eigentlich von euch aus eine aufbauende, versorgende Kraft. Ihr seid fleißig, ihr seid beständig, aber ihr fokussiert euch nicht genau genug. Und zwar, weil ihr euch zurückhaltet in Wirklichkeit. Es gibt einen Teil von euch, der sich mehr zeigen will. Das wird mit eurer spirituellen Seite in Verbindung sein. Es kann sein, dass eine Komponente, die aus eurer Spiritualität geboren wird,
die hier mit Versorgung unterstützen würde, dass die mehr ausgelebt werden will. Und dass ihr ohne diese Seite immer in dieser Geierposition seid, immer derjenige, der sozusagen den Rest gefühlt bekommt. So, oder dass ihr immer den Rest von allen anderen aufräumen müsst. Ne, das ist hier so diese Mentalität. Und das liegt daran, weil ihr etwas von euch versteckt, regelrecht. So, und das Interessante ist, das zweite Haus hier ist auch immer eine Verbindung, gerade wenn es um Spiritualität geht, zu hinterfragen, welche Einstellung habt ihr tief in eurem Innern wirklich zum Thema Erwerben, also Lebensunterhalt bestreiten. So, gerade in Kombination mit Spiritualität, da sind ganz, ganz oft versteckte Glaubensmuster, die uns gar nicht präsent sind im Tagbewusstsein, die aber unbewusst erstens dafür sorgen, dass wir einen Teil unserer Fertigkeiten gar nicht ausleben. Die verstecken wir dann sozusagen. Und klar, wenn du immer nur mit deinen 80% von deinen 100% in deinem Leben anwesend bist, weil du 20% verstecken musst, aus welchen Gründen auch immer das hier passiert ist, du versteckst es, so, dann ist klar, dass du niemals auch 100% Energie ernten kannst, sondern immer maximal 80%. So, weil du bist ja nur mit 80% von dir selber anwesend. Das ist der Punkt. Und dir muss bewusst werden, erstens, was ist das hier? Ne? Dann geht es als zweite Schicht eigentlich darum, Selbstakzeptanz steckt dahinter. Weil die Dinge hier unten, ne, diese Hinweise mit Fehler machen, ist nicht endgültig, Siege sind auch nicht unumstößlich, mach einfach weiter. Das meint dieses kontinuierlich Weiterarbeiten. Hier unten mit Zweifel, töte Träume, nicht Fehler. So, du zweifelst dich selber an. So, du bezweifelst ganz stark dich selber entweder bewusst oder unbewusst an. Und hier kommt schon ganz klar, glaub an dich selbst. Glaub an das, was du machst. So. Lass uns mal reingehen, weil wir hatten ja eigentlich gefragt, welches Projekt sollte jetzt zum Abschluss gebracht werden. Ich glaube, das ist eigentlich nicht ein Projektthema im ursprünglichen Sinne, sondern das ist eher so ein innerer Prozess, der sich hier, der ganz, ganz stark manifest ist und der sich jetzt auflösen darf mit der Neumondenergie, weil das eine gute Lösekraft hat. Lass uns mal ins Tarot gucken, und zwar bezogen auf das hier. Ich glaube, wenn wir jetzt fragen würden, was genau das ist, doch wir machen es jetzt einfach, wir gucken einfach mal, was genau versteckt sich hinter dem Sinnbild der Auster, fragen wir mal die Spirits. Spirits. Uns bitte, was bei Deck Nummer 2 hinter der Auster sich verbirgt. Ja, muss ich gleich noch ein bisschen runterlegen. Und die hier und da war noch da unten. Ich muss es ein bisschen runterschieben, weil sonst seht ihr zu wenig. So. Aber glücklicherweise kann ich das jetzt tatsächlich auch mal auf dem Bildschirm erkennen, was ich ja nicht mache. Wie cool ist das denn bitte? Sehr schön. So. Also. Ihr habt 9 der Münzen. Also es geht tatsächlich um Wohlstand, um das Thema Wohlstand. Das ist das Grundthema. So. Ah, ihr wollt das, ihr wollt das hier mit Gemeinschaft erreichen, ne? Ihr wollt mit der Gemeinschaft, nicht gegen die Gemeinschaft.
Das ist auch, da versteckt sich auch ein Stück weit der Gedanke, ich will nicht ausbeuten. Ne? Ich will nicht mehr nehmen, als ich gebe. Ist da auch mit drin. Ass der Kelche. Das ist ein emotionaler Neuanfang. Da geht es um das Thema Lieben, Mögen. Ein Stück weit Leidenschaft. Lass uns mal weiter gucken. Das ergibt sich bestimmt gleich. Ah, wir haben hier den Herrscher. Hier haben wir die 10er Stäbe. Ah. Okay. Okay, 10er Schwerter. Hier unten, das ist spannend. Gehen wir gleich mal drauf ein. Und oben drüber habt ihr die Mäßigkeit mit König der Münzen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß es. Das ist eigentlich nicht im eigentlichen Sinn jetzt auf eine Kernkompetenz bezogen, sondern es ist mehr eine Intention, die sich hier versteckt. Na? Es geht für euch so vom Grundthema darum, ihr wollt durchaus dieses wohlständige Leben, dieses es soll euch gut gehen. Ihr wollt nicht per se im eigentlichen Luxus, aber ihr wollt halt eigentlich schon wirklich, dass das eine Form von bodenständiger Wohlstand ist. Ne? Das ist es schon. Aber ihr möchtet das mit der Gemeinschaft zusammen. Ne? Ihr wollt, dass es auch anderen drumherum gut geht. Und ich würde sagen, ihr traut euch deswegen nicht unbedingt neuen Impulsen zu folgen. Das ist es eher. Ne? Ihr habt durchaus Impulse hier. Ne? Ihr habt ja auch Messages, also Nachrichten. Aber ihr folgt diesen nicht unbedingt. Weil ihr Ängste hier habt, ne, dass ihr das nicht schafft. Weil 10 der Stäbe, das ist wie so eine große Bürde. Ne? Und der Herrscher, das ist jemand, der Versorger auch ist. So. Es geht so ein bisschen darum, dass diese Gemeinschaft auch gleichzeitig versorgt werden muss. Und ihr habt Angst davor, dass diese Fähigkeit, wenn ihr die mehr lebt, dass das hier sehr, sehr, sehr schwer wird. So. Ne? Dass ihr das nicht schafft, dass es fast nicht tragbar für euch wird. Und der Hinweis, den ihr hier kriegt, ist aber Mäßigkeit. Und das erinnert wiederum ganz, ganz stark hier an den Bison und den Stier. Der Stier geht beständig vor. Ne? Und der Bison, das ist jemand, der verbindet Spiritualität mit Pragmatismus. So, das heißt, einfachstes Beispiel, eine hohe Empathie hilft dir immer in kommunikativen Berufen, weil du kannst dich einfühlen in dein Gegenüber. Du kannst dadurch bessere Brücken bauen, kommunikativ. So. Und du benutzt du eine durchaus Seite, die in der Spiritualität sehr stark verankert ist, für was ganz Pragmatisches, nämlich dein Berufsleben. So, dieses Ausgewogenwerden, ne, das meint Temperance, also Mäßigkeit. Und ihr habt zum Schluss den König der Münzen. Der König der Münzen, der wendet schon sein wirtschaftliches Wissen an. Ne? Aber wenn ihr hier mal hinguckt, so, das ist nämlich das Besondere an dieser Karte, es geht hier schon um den Aspekt, wirtschaftlich zu sein, Fülle auch zu leben, Fülle auch anziehen zu wollen ins Leben. Und ich würde mal sagen,
ein Teil von euch, der jetzt hier gerade zuhört, ist sehr, sehr, sehr spirituell und weiß nicht so richtig. So, Entschuldigung für Unterbrechung. Also wir waren hier beim König der Münzen. Das steht für Fülle, aber auch um wirtschaftliche Gedanken. Also tatsächlich, da ist das Handwerk hinter Handelskunst zum Beispiel auch mit gemeint. Ne? Hier geht es für einen Teil von euch um die Kernfrage, wie auch mit gelebter Spiritualität Geld verdienen. Ne, das ist eine wichtige Frage. Und das Schöne an dieser Karte, ne, weil hier geht es nicht um Raubbau. Ganz eindeutig nicht. Die Schildkröte ist ein Symbol für Weisheit, für das Sammeln von Erkenntnissen, um diese weise, geduldig anzuwenden. So, und das, was hier entsteht, ist nicht ein Palast, sondern wie ihr das seht, das ist ein intaktes, wunderschönes Ökosystem. Wirtschaftlich sinnvoll zu handeln, Entschuldigung, heißt nicht gleichbedeutend, das auf Kosten anderer zu tun. So, und deswegen habt ihr die Karte auch hier rechts unten. Das ist eigentlich ein Symbol für, das ist eure größte Angst. So, andere in Stich zu lassen, zu verletzen. Ne? Das ist die Ten der Schwerter, also 10 der Schwerter, das ist eigentlich eine Karte für Depressionen, für das Beenden von Beziehungen zum Beispiel. Ne? Und hier meint es eher den Gedanken, ihr habt davor unglaublich viel Angst. Ne? Das ist eure Befürchtung, weshalb ihr das hier gar nicht lebt. So, und das Problem ist halt einfach, wenn ihr diese spirituelle Seite, die pragmatische Verbindung im Grunde genommen zwischen eurem wirklichen Leben und dem spirituellen Sein nicht lebt, dann habt ihr immer nur den Rest. Und das kann euch nicht glücklich machen, das kann euch auch nicht nähren. Ne? Wie ich schon vorhin sagte, wenn ihr in eurer Lebenswirklichkeit leider nur mit 80% anwesend seid, weil ihr 20% immer versteckt, dann werdet ihr auch nur 80% zurückbekommen. Ne? Weil ihr gar nicht in voller Energie da sein könnt. So. Also bei euch, Deck Nummer 2, ah, witzig, ne? Wenn wir uns hier wieder mit dem Auge, mit dem Fokus rangehen, ne? Deswegen habt ihr den spannend. Standfestigkeit halt auch, ne? Diese Bodenständigkeit von Spiritualität ist auch eine Form von Standfestigkeit bei beiden Tieren vorhanden, bei Stier, ne? Und Bison halt zusammen. Also nochmal zurück. Bei euch geht es nicht im eigenen Sinne um einen Projektabschluss, ne? Bei euch geht es eher um ein, dass euch bewusst wird, welche Einstellung ihr zu einem inneren Thema eigentlich habt. Das ist eine Form von Schattenarbeit, die sich hier zeigt. So, meine Lieben, Deck Nummer 2. Das war meine Lesung für euch. Wenn sie euch gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Aktiviert die Glocke, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bei Anregungen, Kommentaren, Wünschen gerne unten in die Box reinschreiben. Und dann sage ich euch schon tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen pinken Opal hier entschieden. Sieht man jetzt leider nicht ganz so gut. Na doch, jetzt haben wir es ein bisschen. So ganz leicht rosa. Richtig schön. Opale, beziehungsweise der pinke Opal, der steht so ein bisschen mit dem Zusammenhang mit dem Herzzentrum. Ne? Und der hilft einerseits das Einfühlungsvermögen zu stärken, ne? Und über den Weg der Selbstakzeptanz, Schüchternheit und Hemmung im Kontext mit anderen Personen zu überwinden und ist nebenbei als Lernstein, ne, für die Schüler und Studenten oder eben diejenigen, die jetzt gerade eine Fortbildung machen unter euch, der hilft, Blockaden ganz toll zu lösen. Ne? Gerade weil das Thema mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe einhergeht, haben wir oft Blockaden, die unser Denken auch so ein bisschen stören. Da hilft er ganz wunderbar. Ihr habt 11th House mit Community. Bedeutet übersetzt das 11. Haus mit Gruppe, Community. Ich glaube, das ist der Großteil von euch. Ein Begriff. Witzig. Das Spannende hier, ne, ihr seht so ein bisschen auch
nicht nur die unterschiedlichen Positionen der Gesellschaft, mit der ihr euch bewegt, ne? Das sind sinnbildlich verschiedene Positionen, sondern ihr habt hier auch die verschiedenen Mondzyklen drin an den Händen. So. Und es geht so, einerseits kann es sich um eure Position zu den anderen drehen. Es kann auch eine Darstellung von eurem eigenen Blickwinkel sein. Ne? Also von einer großen Sache sehen wir meistens nur verschiedene kleinste Teile. Ne? Und dieses Bild, das sich dadurch ergibt, aus dieser Gesamtheit, das kann hier auch in dieser Karte versinnbildlicht sein. Dann habt ihr Transits mit Climate. Transit, das ist tatsächlich das in der Astrologie, das gemeint, wenn ein Planet die andere Bahn kreuzt, einmal durchläuft, ne, dass das Sternbild zum Beispiel durchläuft. Das sind alles Transitionen. Und das kann sich auf euch selber beziehen, euer Leben im Fokus. Und dass da entweder Person oder Situation durch euer Leben durchkommt. Ne? Und ihr habt da gar nicht so sehr Einfluss darauf, dass diese Personen oder diese Situation eintreten, das ist dann so, ne, weil das liegt einfach nicht in eurem Handlungsspektrum, das zu beeinflussen. Aber ihr könnt eure eigene Einstellung, das ist hier nämlich mit Climate gemeint, ein Climate wäre wortwörtlich übersetzt das Klima, die Atmosphäre. Ne? Sinnbildlich ist hier eigentlich eure persönliche Einstellung zu dieser Person oder zu der Situation gemeint. Gucken wir weiter. Ihr habt Vesta mit Hearth. Mein Planet meint selber tatsächlich den Planeten Vesta. Wärme. Hier geht es darum, wie ihr mit eurer eigenen Energie umgeht. Gebt ihr zu viel, gebt ihr genau richtig, gebt ihr zu wenig. Ne? Manche Menschen horten ihre eigene Energie und wollen nichts davon abgeben, weil sie Angst haben, ausgenutzt zu werden. Andere Menschen geben zu viel davon und lösen sich quasi selber auf. Selbstopfern ist das zum Beispiel. Und hier geht es darum, um diese Energie selber zu halten. Ne? Das ist eigentlich das Sinnbild und wie man das tut. Das heißt, also, wir haben jetzt einen groben Überblick, so wie ihr mit unvorhergesehenen Situationen einen Standpunkt findet, wo ihr selber dabei nicht ausrennt, aber trotzdem konstruktiv in eurer Community, also in eurer gesellschaftlichen Struktur, sei es Familie, sei es tatsächlich am Arbeitsplatz. Na, das sind alles gesellschaftliche Strukturen. So, es geht so ein bisschen darum, wie ihr da drin wirkt, na, mit euren Energien. Ihr habt die Biene. Oh, wie passend. Die Biene ist eine total fleißige Arbeiterin. Die kann tatsächlich sich selber aufopfern. So, und immer wenn sie kurz vorm Selbstaufopfern ist, passiert nämlich bei der Biene oder bei der Bienenpersönlichkeit das, was wir dann so als Burnout wahrnehmen. Und dann fangen die armen Bienen zu stechen, die stechen dann. Ne? Also dann nutzt ihr quasi eure Bissigkeit, weil ihr selber merkt, ich kann nicht mehr, ich brenne aus. So, und die Biene ist eigentlich in jeder Form von Gesellschaft total beliebt, weil das ein absoluter Teamplayer ist. Ne? Bienen lieben es, mit anderen zusammenzuarbeiten und die haben noch so einen kleinen kreativen Touch. Ne? Also die sind diejenigen, die jede Art von Gruppenprojekt noch zum perfekten Abschluss bringen wollen, weil sie das Schöne einfach mögen. Ne? Sie lieben das schlichtweg. Das Problem ist nur, sie neigen dadurch auch auszubrennen. Der Schmetterling. Das heißt, ihr seid gerade in einer Transformation. Gucken wir mal hin, wohin das geht. Ah, zum Drachen. Das passt ja total. Wie cool. Der Drache, der ist gegenwärtig, der kann gut mit seiner eigenen Kraft umgehen. Der ist sehr souverän, der setzt einerseits Grenzen und behält seine Energie bei sich, der gibt aber auch Energie ab im richtigen Moment. So, und es geht vielleicht so ein bisschen für euch um so eine Transformationsgeschichte. So, ne? Auch bei euch spannend, ihr habt kein eigentliches Projekt gerade, so, wo ihr jetzt gerade drin seid,
sondern das ist mehr so eure Lernaufgabe, die sich hier zeigt. Die Seeschlange. Das ist eine tolle Kombi. Die Seeschlange selber zeigt an, einerseits reinigen, andererseits auch Energie zusammenhalten. Und diese Kombination hier, gerade mit Vesta, das spricht ganz viel dafür, dass das, was ihr jetzt gerade lernt, deswegen habt ihr auch den Schmetterling hier, hier geht es darum, die Energien zusammenzuhalten, sich zu, nicht nur zu fokussieren, gedanklich und mental, sondern auch im Sinne von Körperenergien, spirituelle Energien, also sich die, das ganze Spektrum von ich reinige mich, ich halte mein eigenes Kraftfeld sauber, ich sorge gut für mich, auch auf energetischer Ebene. Sowas ist hiermit gemeint. Ne? Hier geht es darum, um den Kerngedanken, dass dein inneres Feuer, deine Lebenskraft, ne, das, was dich auch antreibt, sowohl richtig Körperenergie als auch diese anderen entsprechenden Sinnbilder, wie ihr das haltet. So. Und auf eine gesunde Art haltet. Das ist das, was ihr jetzt gerade im Begriff seid zu lernen, weil ihr habt hier den Schmetterling. Ne? Der Schmetterling ist eine Transformationskarte, die auch hinweist, dass das nicht unbedingt angenehm sein kann. Ne? Der Transit hier, wenn Kräfte durch euer Leben durchwandern, die euer Leben gerade durcheinander schütteln, dann sind das quasi Anreize, sich weiterzuentwickeln. Ne? Das ist dieses Transformatorische dahinter, aber das ist ja nicht unbedingt angenehm oder schön. So, sondern eher lehrreich. Gucken wir mal weiter. Ihr habt Fear is a beast with no teeth. Angst ist ein Monster ohne Zähne. Könnte die Angst vor Ablehnung sein von anderen, weil ihr hier auf eure eigene Energie achtet, euch euren eigenen Raum nimmt und zum Beispiel sagt, ich mache jetzt wirklich Aura-Klärung, ich mache Meditation, ich ernähre mich zum Beispiel in einer bestimmten Art, wie es meinem Körper gut tut. So. Und ich gehe jetzt bewusst nicht auf verschiedene Ernährungsarten ein, sondern sage ganz klar, jeder Körper ist anders und jeder muss individuell in sich reinhorchen, was er wirklich braucht. So, und danach müsst ihr entscheiden, nicht nach Pauschalitäten. So, aber auch das fällt damit rein, ne? Weil klar, die Nahrung, die wir in uns aufnehmen, die ist dazu da, uns auch stabil zu halten. Sprich, wenn ich hochwertige Nahrung in mich aufnehme und mein Körper einigermaßen gesund ist, kann er diese Energien natürlich auch gut verwerten. So, das eine bedingt sich mit dem anderen. Und wenn ich jetzt allerdings Nahrung immer zum Beispiel zu mir nehme, die eher ein schlechteres Energieniveau hat, dann wird sich über kurz oder lang das dann auch im körperlichen Bild zeigen, durch Müdigkeit, dadurch, dass es zum Beispiel meine Fingernägel immer brechen oder. Da gibt's, das geht ja von bis. So, werde ich jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber wichtig ist nur, beachtet immer, dass das vielschichtig ist. Das Thema Energie halten ist nicht nur, der Energiekörper muss aufgeladen sein, sondern das meint auch körperliche Energie. Und wir vernachlässigen unseren Körper ganz, ganz, ganz extrem in der modernen Gesellschaft. So, gucken wir weiter. You are infinite. You will always be loved. Du bist unendlich. Du wirst immer geliebt sein. Das bezieht sich, witzig, dass das auch wieder so nebeneinander liegt. Ne? So, und wenn man so seine eigenen Grenzen dann halt wahrt und dann andere das vielleicht nicht so schön finden, gerade hier in diesem gesellschaftlichen Zusammenleben, bezieht sich so ein bisschen auf die Situation oder die Befürchtung, dass wenn sich Menschen dann verabschieden, weil man seine eigenen Grenzen anfängt zu wahren und sich nicht mehr hier komplett aussaugen lässt, sondern seine Energien schützt und souveränen Grenzen setzt, dass man zum Beispiel Menschen verliert, ne? Dass man weniger geliebt wird. So, und diese Karte meint eigentlich, nee, du bist unendlich. Letzten Endes bist du eigentlich nur eine inkarnierte Energie. Und dadurch bist du allgegenwärtig so, und du wirst immer geliebt sein. So, die sind vielleicht in der äußeren Welt, ist das nicht so repräsent für dich. Ne? Aber wenn du genau hinguckst, dann wirst du das sehen oder empfänglich dafür wieder sein. So, gucken wir weiter. Your heartbeat is the song that's always with you. Also dein Herzschlag ist das Lied, das immer bei dir ist. Ne?
Das ist eine sehr sinnbildliche Karte, die meint eigentlich dein eigener Rhythmus. Das ist das, was immer bei dir ist, ne? Und das bezieht sich halt auch wieder auf das Thema Energie halten. So, immer wieder gucken, regelmäßig sich reinigen, regelmäßig gut versorgen, regelmäßig sich zurückziehen zu einer Meditation, zu einem Waldspaziergang, was auch immer euch dabei hilft, Energie zu halten und zu regenerieren. So, und das nach dem eigenen Rhythmus, nach dem eigenen, was tut euch gut, ne? Das ist hiermit gemeint, zu tun. Und das ist tatsächlich ja immer bei euch. Das ist ja nichts, wo ihr sagt, ich muss jetzt in den Urlaub fahren, damit ich mich runterfahren kann. Nee, die Meditation geht auch zu Hause. So, das ist, ihr braucht euch und ihr müsst herausfinden, was eure Ressourcen halt nährt. So, nicht im Außen, sondern im Inneren. Good things come to those who work their butt off. Gute Dinge kommen zu denen, die, ja, das übersetze ich jetzt nicht wortwörtlich, die hart arbeiten. So. Heißt auch, im übertragenen Sinne, wenn wir uns das hier angucken, je mehr ihr eure eigene Kraft kultiviert und auch zusammenhaltet, reinigt, ne? Je mehr ihr euch selber klärt, je mehr Erfolg werdet ihr auch damit haben. Man könnte es so ein bisschen mit dem Hausputz vergleichen, ne? Wenn wir nur oberflächlich den Boden reinigen, dann wird das halt nur eine oberflächliche Reinigung sein und entsprechend schnell wieder verdreckt. Wenn wir sehr gründlich sind und das regelmäßig tun, dann bleibt das Haus sauber. Und so könnt ihr euch das auch so ein bisschen mit eurem eigenen Energiefeld, mit eurem eigenen Körper vorstellen. So, im übertragenen Sinne. So, also bei euch ist es tatsächlich nicht so sehr Projektabschluss, sondern mehr dieses, wie transformierst du das? Und das, was wir hier sehen, ne? Wo ich sagte, euer eigener Standpunkt, euer eigener Teil dieser Arbeit, ihr tendiert dazu, euch komplett zu verausgaben und eure Energie aufzubrauchen. Das ist euer altes Verhaltensmuster. So. Gucken wir mal rein, was denn eure Energie nährt. Weil es geht hier viel um dieses Schützen, ne? Um dieses Verwandeln. Lass uns mal reingucken mit dem Tarot, was eure Energie nähren kann. So. Spirit sagt uns bitte, so, noch mal langsam. Spirit sagt uns bitte genau, was die Energie von Deck Nummer 3 schützt und nährt. Ihr habt Ritter der Stäbe, die Welt, Page der Stäbe, das Rad des Schicksals, Page der Schwerter, also ihr habt zwei Pagen hier mit bei, die 10 der Kelche, die seht ihr schlecht, ich ziehe das mal ein bisschen weiter runter, so. Dann den Ritter der Münzen, zwei der Münzen und oben drüber habt ihr, wow, die Hohepriesterin. Okay. Also.
was wir hier sehen, ne, mit dem Ritter der Stäben. Man könnte sagen, das ist so ein bisschen das Thema Psychohygiene, was wir hier drunter finden. Und zwar, du, deine Ressourcen hier, dein Feuer, das du wieder auftankst, deine Energie zusammenhalten, rausgehen, körperlich aktiv sein, vielleicht sogar tatsächlich sich mit Musik befassen. Der Ritter der Stäbe, das ist eine impulsive Persönlichkeit. Da geht es um intensive Erlebnisse halt auch unter anderem. Wenn wir das jetzt hier im Kontext von du nährst deine Energie sehen, ne, wir haben hier das Pferd. Das kann ein Anzeichen für Rhythmus, für Bewegung sein, für sportliche Aktivität. Kann auch sein, dass es hier tatsächlich darum geht, einfach das Leben zu feiern, Leben genießen. Ne? Was wir hier auch sehen mit der Welt, du bist in diesem Zyklus drin und es ist jetzt auch tatsächlich dein Thema, dass das jetzt in die Transformation geht, dass du das lernst, weil dann das für deinen weiteren Weg ein neuer Zyklus beginnen wird. Also das ist de facto das Ende eines alten Zykluses, eines alten Lernthemas, das du jetzt zum Ende bringen wirst. Was wir hier mit dem Pagen der Stäbe sehen, das ist eine sehr leidenschaftliche Person. Die ist fröhlich, die ist enthusiastisch. In Kombination mit den Zehen der Kelchen und den Ritter der Münzen. Das ist so ein bisschen dieses Folge deiner Leidenschaft. Ne? Sei leidenschaftlich, geh in deine Beziehungen rein. Genieße diese Beziehung, nimm die Beziehung bewusst wahr. Ne, verleb das nicht mit irgendwelchen anderen Dingen. Mit bestes Beispiel, Eltern wundern sich immer wieder, warum Kinder das Gefühl haben, Eltern sind nicht präsent, weil man ja den ganzen Nachmittag zusammen verbracht hat. Wenn man aber nachfragt, stellt man fest, wenn Eltern zum Beispiel vor dem Fernseher gemeinsam mit dem Kind sitzen, ist das für das Kind nicht die Präsentation, also die Präsenz der Eltern, sondern die Präsenz des Fernsehers. Obwohl beide Personen anwesend sind, haben sie aber keine Beziehung miteinander. So, und das hier geht auf Beziehung ein, Beziehung leben, ne? Dieses Glück spüren. Und damit ist ganz klar gemeint, nicht Kompensation mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern bewusst wahrnehmen. Ne? Weil es hier ja auch darum geht, was nährt deine Energie wieder. So, also und auch bewusst bitte positive Beziehungen pflegen. Ne? Also sich jetzt nicht zwingen mit, jetzt völlig übertrieben, mit Tante und Onkel Kontakt zu haben, wenn Tante und Onkel einem immer persönlich denunzieren. Das ist nicht unbedingt etwas, wo du jetzt deine Energie zusammenhalten kannst, sondern da würdest du Energie ja verlieren. Das hier meint wirklich familiäre Bindung bewusst miteinander teilen, leben. Und halt auch diesen, ne, dieses Paar hier guckt den Kindern zu. Das ist ein Sinnbild für Lebensglück, auch wahrnehmen. So. Das ist es. Deine eigenen Leidenschaften auch leben und diese kontinuierlich tun. Nicht immer im absoluten Exzess, sondern regelmäßig. Nimm dir regelmäßig Zeiten, das auch wirklich zu leben. Was wir hier sehen mit dem Rad des Schicksals, das zeigt immer so an, dass es entsteht so eine Art Flow. Ne? Folg diesem Flow dann auch. So, versuch dich nicht dagegen zu wehren, sondern geh mit der Energie mit. Was wir hier auch sehen, Page der Schwerter, der hat viele, viele Ideen und der ist sehr, der nimmt neue Energien, neue Ideen auf. Dir wird hier angeraten, dass du dich so ein bisschen geistig auch mehr damit auseinandersetzt, ne? Auf einer logisch-strukturellen Ebene, dass du dir das bewusster machst und dass du dich mit neuen Ideen und Konzepten dazu mal befasst. Was wir hier im Abschluss oben drauf haben mit der Hohen Priesterin, das ist die Karte für Intuition und Spiritualität in weiblicher Form schlechthin. Lass dich von deinem Bauchgefühl auch leiten. Ne, das liegt hier oben drüber wie so eine Trumpfkarte. So, das ist wichtig für dich, dass du dir erlaubst, diese Regelmäßigkeit, dieses sich ganz bewusst die Situation wahrnehmen, dieses Dinge wirklich tun, die dich auch körperlich, dieses körperliche Glück, ne, dieses Feier, dieses Freudige auch wirklich erleben.
lassen und geh nach deinen Impulsen. Ne, die sind richtig. Du hast da eine ganz starke Intuition, was dir eigentlich gut tun würde, wenn du ihr denn zuhörst. So. Deine Befürchtung ist so ein bisschen, dass du das nicht gut handeln kannst. So, das ist so ein bisschen, deswegen steht die hier so außen. Aber das hier sind alles durchweg positive Karten. So. Sicherlich hast du mit der Befürchtung recht, dass man so ein bisschen diese Balance halten muss. Aber nichtsdestotrotz sind das hier unglaublich positive Karten, die dich energetisieren werden. Und wenn du diese Energien zusammenhältst, weißt du, dann hast du ein ganz anderes Niveau an ich kann Dinge bewältigen. Ja, und dann wird dieses Thema mit hier unten mitunter direkt aufgelöst, weil du mehr Energie zur Verfügung hast, um die Sachen, die wirklich tricky sind, auch mittragen zu können. Ja, das ist dieser Unterschied, was du jetzt lernst. Immer Energie rausballern, weil du glaubst, du musst das machen, und sich wirklich Energie zusammenhalten, aber wahrnehmen, wann es wirklich notwendig ist, bis zur Aufgabe, quasi Selbstaufgabe, Energie rauszupowern. So, ne? Und wenn man ansonsten die Energie zusammenhält, hat man nämlich für solche, in Anführungsstrichen, Notsituationen, wo es wirklich drauf ankommt, genug Kraft über. So, es geht nur darum, dass man das nicht permanent macht. So. Ja, meine Lieben, Deck Nummer 3. Genau, und ihr habt deswegen auch hier den Opal, weil es hier um dieses Selbstvertrauen in sich selber reinspüren halt auch geht. Selbstakzeptanz. Ne? Aber eben halt auf einem ganz anderen Niveau schon bei euch. So. Ihr Lieben, das war meine Lesung für euch. Wenn euch das gefallen hat, gerne mit den Daumen hoch antworten. Habt ihr Anregungen, Wünsche, konstruktive Kritik dazu? Bitte gerne unten in die Box reinsetzen. Aktiviert die Glocke, dass wir das nächste Mal wiedersehen können. Und dann sage ich euch nämlich schon Tschüss für heute. Bye! Hallo, Deck Nummer 4. Ihr habt euch für diesen kleinen, niedlichen Tigerauge entschieden. Und der Tigerauge, der steht für Mut, für Tatkraft, aber auch für Schutz und Sicherheit. Und das Interessante ist, wenn man sich auf den Tigerauge einlässt, da verfeinert so ein bisschen die Sinne und hilft einem dabei, Abstand zu unklaren Situationen zu gewinnen und dann gute, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist ein toller Stein, wenn es so um Lebensthemen geht, wo man sich nicht so sicher ist, wie das jetzt funktionieren soll, aber man tatsächlich in Aktion treten muss. Gucken wir mal weiter. Ihr habt Conjunction mit Alliance. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das Verbindung mit Zusammenarbeit. Ne? Und das meint, wie ihr das hier schon seht, das ist eigentlich echt schön sinnbildlich dargestellt, das meint die Verbindung mit anderen Menschen in einer Gruppenkonstellation. Das ist auch ein Sinnbild für Teamarbeit unter anderem. Und es geht so ein bisschen darum, dass diese Energien sich miteinander verbinden. Ne? Also die eigenen Kräfte mit denen anderer. Wow, ihr habt Mars. Interessant. Ja? Mars ist eine. Also Mars und Motion bedeutet übersetzt der Planet Mars und Bewegung im Grunde genommen. Das ist eine ganz stark vorwärts gerichtete Energie. Die kann übergriffig sein, muss aber nicht. Ne? Hier geht es mehr um das Prinzip bewegen, weil du dich bewegen musst. Ne? Also es geht um Aktionismus, aber ist auch gleichzeitig mit einer Warnung, ne? Weil Aktionismus kann auch immer so ein bisschen diesen Touch vom blinden Aktionismus bekommen. Ne? Also es ist nicht zielgerichtet, sondern Handeln und des Handelnswillens. Hier geht es auch so ein bisschen darum, sich zwar zu bewegen, vorwärts zu bewegen, in Aktion zu kommen,
das aber durchdacht zu tun. So, ich glaube, das trifft es am besten. Gucken wir mal weiter. Ihr habt das Reh. Boah, das Reh ist eine ganz seltene Energiequalität, die ist ganz liebevoll, mütterlich. Am besten kann man sich den Aspekt vom Reh vorstellen bei Eltern, die gerade ein neugeborenes Kind bekommen haben. Ne? Dieser Aspekt von liebevollen Umsorgen, dieses Fasziniertsein vom Neugeborenen, vorausgesetzt Mutter und Kind geht's gut, so, dass dieses Gefühl von dieser ganz speziellen Form von Schönheit und Geborgenheit, das ist das Symbol für das Reh. Ihr habt den Tiger. Interessant. Weil der Tiger ist was sehr Weibliches. Spannend. Ihr habt hier zwei sehr weibliche Kräfte im Kontrast zum Mars, was eine sehr männliche Energie ist. Das ist interessant. Der Tiger ist auch so ein bisschen derjenige, der in die Stille geht zum Jagen. Ne, der seine Ziele verfolgt, wenn er in seine eigenen Tiefen geht, durch Meditation zum Beispiel. Mhm. Kann auch ein Hinweis auf die eigene Wildheit sein, auf die eigene Triebhaftigkeit. So, das ist ein Spannungsfeld zwischen den beiden. Interessant. Und dann habt ihr die Kobra. Die Kobra ist immer ein Hinweis entweder auf einen inneren Lehrer, einer Lernlektion, eine, an der ihr ganz, ganz stark greift, oder einen äußeren Lehrer. Und der äußere Lehrer, das kann entweder tatsächlich durch Personen sein, durch real existierende Autoritätspersonen, von denen ihr wirklich etwas lernt. Oder halt tatsächlich können Spirits auch sein, die dann einen unterstützen. Dann haben wir Everything you need is inside. You're waiting to emerge. Alles, was du brauchst, ist in dir und wartet darauf, sich zu zeigen. Gucken wir mal weiter. Show up as you are. You are all you need to be. Zeig dich so, wie du bist. Du bist alles, was du wirklich brauchst. Die passen sehr gut zusammen. If your dreams don't scare you a little, they are too small. Wenn deine Träume dich nicht ein bisschen erschrecken, sind sie zu klein. Dann sind es keine Träume mehr, sondern dann sind es ja, sehr, sehr kleine, also eher Bedürfnisse. So, Träume sind ja so Sachen, wo man sagt, boah, das ist ein Lebensziel, da will ich hinkommen. Interessant. Also, es geht für euch tatsächlich darum, aktiv zu werden. Und zwar auf eine liebevolle Weise. Aber ihr wollt euch auch euer Recht nehmen. Ne, der Tiger ist auch eine kämpferische Kraft. Ne? Das ist ein Jäger. So. Und die holen sich auch ihre Beute. Ne? Also die versorgen sich mit dem, was sie wirklich brauchen. Lass uns mal ins Tarot gucken, dass das detailliert ist. Spirit zeigt uns bitte genau diesen Spannungsfeld Mars.
Also, ihr habt die Königin der Kelche, ihr habt die Neun der Münzen, das Ass der Münzen, die Liebenden und darüber den Page der Münzen, die Fünf der Schwerter und die Königin der Schwerter. Wenn wir uns hier das Zentrum angucken, ihr habt den Page der Münzen, die Neun der Münzen und das Ass der Münzen. Hier geht es eure Lebenswirklichkeit und die versorgenden Prinzipien. Und es geht hier darum, um einen lukrativen Neuanfang. Ne, ihr seid überlegen, ein neues Projekt zu starten. Vielleicht Arbeitgeberwechsel. Irgendwas in der Art wird das sein. Weil das Ass der Münzen, das ist immer der Start einer neuen Gelegenheit, einer neuen Möglichkeit. Und der Page der Münzen, das ist jemand, der auch in so etwas einsteigen will. Ne? Also der ist relativ jung, der macht etwas, etabliert sich quasi, ist neu auf seinem Gebiet, ist aber nicht automatisch schlecht dadurch, ne? Aber ja, er muss halt wirklich take action, denke ich, die ganze Zeit, also in Aktion treten, sich auch zeigen. Ne? Das ist so das Kernthema und ihr macht euch Gedanken dazu, ihr habt da Befürchtungen. Weil ihr euch auch nicht sicher seid, ob es wirklich das ist, was ihr wollt. So. Na, ihr wollt eigentlich etwas machen, was euch wirklich erfüllt. Und da seid ihr euch nicht so sicher. Was wir hier aber auch sehen, du hast hier die Königin der Kelche. Und die ist ein Hinweis darauf, dass du nach deiner Intuition gehen kannst, ne, und im Sinne von nimm deine Gefühle wahr. Und obendrauf die Königin der Schwerter ist auch wieder Kommunikation und Logik. Da muss ich wirklich einen kleinen Moment drüber nachdenken. Kleinen Moment. Also, das, was jetzt zum Abschluss gebracht werden muss. Das hier, sagte ich ja, das ist etwas Neues. Entweder bist du schon da, oder du überlegst, dass du das machst. Was hier mit dem Fünf der Schwerter gezeigt wird, ne, das zeigt ja Konflikte an. So. Und ich sagte ja, du machst dir Sorgen, du machst dir ein bisschen Gedanken, weil das hier auch eine Zusammenarbeitsform ist und du dir hier unschlüssig bist, ob es wirklich das ist, was du wirklich willst. Es bezieht sich so ein bisschen darauf, auf die Art und Weise, wie du dich behauptest. So, und das spiegelt sich jetzt auch hier in Mars, deswegen ist das so ein Spannungsfeld. Was hier gemeint ist, dass du so ein bisschen hin und her gerissen bist in der Art und Weise, wie du jetzt in Aktion treten willst. Ne? Das ist dir nicht schlüssig. Du weißt, du willst in Aktion treten, du musst jetzt in Aktion treten, weil es hier Ungereimtheiten gibt und es nicht ganz klar in eine Richtung geht. So, und du bist dir nicht sicher, wie du das schaffen kannst. Ne? Diese beiden Seiten von dir sind beide aktiv und du bist so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Deswegen hast du auch die Königin der Schwerter hier oben drüber, weil die Königin der Schwerter ist jemand, der auf einer kommunikativen, logischen Ebene wunderbar die eigenen Grenzen wahrt und das klar nach außen hin verdeutlicht, was sie eigentlich möchte. So, und du hast hier
deine starke empathische Fähigkeit. Das ist eine Intuition, kann das halt auch sein. Das ist der Bereich Empathie. Das ist aber auch dieses, du bist eins mit deinen Gefühlen. Ne? Du spürst gut in dich hinein und hast eine gute Verbindung zu dir selbst. Du kannst hier diese Challenge gut auflösen, indem du tatsächlich dich diesen Aspekt von dir zuwendest, in Kombination mit der Königin der Schwerter. Weil die Königin der Schwerter, die kommuniziert die Dinge eindeutig und klar, aber gerade in Kombination mit der Königin der Kelche, respektvoll. Und dann wird nämlich diese neue Position mit dieser Unklarheit quasi aufgelöst. Und du kannst in Aktion treten, wenn du dich von diesen beiden Aspekten leiten lässt, ohne dass du zu sehr hin und her gerissen bist. Ja, dann hast du nämlich dieses, ich nehme mir meine Beute, ich gehe auf mein Ziel zu und hole mir das jetzt, aber in liebevoller Art. So. Spannend, meine Lieben. Und deswegen hast du nämlich auch, cool, jetzt wird es auch deutlich, jetzt zeigst du hier dieses, zeig dich so, wie du bist. Du bist alles, was du eigentlich brauchst. Du hast diese Kernkompetenz. Du musst sie jetzt nur zusammen nutzen und dann in Aktion treten. Und das ist dieses Coole, was diese Karte ja auch sagt. Du hast das hier quasi gedoppelt. Ne? Alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Das musst du jetzt nur erblühen. So, ne? Und das ist nämlich die Lernaufgabe, dass du sowohl deine ganz starken emotionalen Fähigkeiten, ne? deine emotionale Intelligenz zusammen mit deinem großen kommunikativen Geschick in Einklang bringst und dass du daraus geboren Entscheidungen fällst und die dann auch mutig angehst, weil du hast diese Power, die auch nach vorne gerichtet ist. So, und dann sind deine Entscheidungen auch würdevoll und respektvoll anderen gegenüber. Und deswegen hast du nämlich eigentlich auch den Tigerauge bei dir, ne? Der gibt diese Sinne verfeinern und aus diesem Abstand mit der Logik dann die Situation beurteilen und in Aktion treten. Das ist es bei euch, Deck Nummer 4. Wow. Ja, hat mich gefreut, für euch lesen zu dürfen. Das war meine Lesung für euch, meine Lieben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik? Gerne bitte unten in die Box reinsetzen. Ich freue mich immer, wenn ihr da konstruktiv seid und mir da auch vielleicht Wünsche, sogar Verlegungen mit reinschreibt. Ansonsten aktiviert gerne die Glocke, dass wir uns das nächste Mal gleich wiedersehen können. Und dann sage ich euch schon Tschüss. Bye!